Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen hier im H3 in Ehningen zum RTF1 Sporttalk. Heute zu einem über unsere Region weit hinausreichenden und brisanten Thema. Wer die Wahrheit sagt, ist mein Feind. Doping und kein Ende. Sie haben es längst bemerkt, sie läuft wieder die Tour de France, dieses Jahr sogar in der 100. Jubiläumsausgabe. Und wurden früher diese Sieger und großen Radstars als Helden und Götter fast verehrt, so sind sie heute von vornherein schon nächstes Mal vor allem verdächtig. Das ist natürlich eigentlich immer schon so gewesen, dass bei solchen Events betrogen wurde, nur halt anders, mit Abkürzungen, mit dem Auto festhalten, mit Etappen teilweise mit dem Zug fahren. Aber mit EPO hat natürlich dieser Mythos der Tour großen Schaden genommen. Contador, Armstrong, Ulrich. Die Liste der erwischten Betrüger ist lang, aber die Liste der nicht erwischten Doper ist wahrscheinlich noch länger. Wir sprechen darüber natürlich nicht nur über Tour de France und Radsport, sondern auch über alle oder viele andere Sportarten in Doping. Und wir sind sehr gespannt auf unsere heutigen Gäste. Ich darf Ihnen vorstellen, Herrn Hans-Jörg Kofink. Er war Bundestrainer beim Deutschen Leichtathletikverband für Wurf und Kugelstoß und Gymnasialprofessor im Ruhestand und Ehrenpräsident des Deutschen Sportlehrerverbands. Ich möchte mich gleich am Anfang sehr bedanken, weil er hat mich bei der Vorbereitung für die Sendung extrem toll unterstützt. Herzlichen Dank und herzlich willkommen. Es ist gern geschehen. Ja, gerne. Dann Herr Professor Dr. Dr. Ja, ein Applaus bitte. Professor Dr. Dr. Perikles Simon, Molekularbiologe, Mediziner, ein renommierter Wissenschaftler, der den Anti-Doping-Kampf leidenschaftlich führt, aus Tübingen kommend und jetzt an der Universität Mainz sich befinden. Danke für die Anreise von Mainz und herzlich willkommen. Danke. Danke auch für die Einladung. Die dritte im Bunde wäre hier die Ines Geipel, die eine Ex-Weltrekordlerin aus der DDR ist und Vorsitzende der Doping-Opferhilfe. Die kann heute natürlich nicht und deswegen habe ich mit ihr ein exklusives RTF1-Interview geführt und Ausschnitte daraus werden wir nachher immer wieder an passender Stelle versuchen einzuspielen. Wir haben uns natürlich ein sehr komplexes Thema vorgenommen, das ist natürlich ein bisschen schwierig in der Sendezeit wirklich breit zu diskutieren. Deswegen wollen wir uns ein bisschen konzentrieren auf, was bringt Doping, was sind die Folgen, wie sieht es eigentlich aus, wie schlimm ist es und vor allem nicht nur jammern und klagen, sondern wir wollen natürlich auch ein bisschen darüber reden, was kann man tun, damit es in Zukunft auch noch sowas gibt wie sauberen Sport, ich sage jetzt nicht sauberen Spitzensport, aber wenigstens sauberen Sport. Beginnen wollen wir vielleicht mit dem ersten Punkt, Herr Professor Simon, was bringt eigentlich Doping? Bezogen auf die Leistung der Sportler leider zu viel. Das muss man ganz klar sagen. Es bringt so viel, dass es den Wettkampf verzerrt und zwar nicht nur zwischen den Dopern und den Nicht-Dopern, sondern auch unter den Dopern. Und das wird ja gemeinhin von den Dopern bestritten, die dann sagen, ich habe niemanden betrogen beispielsweise. Das sehe ich komplett aus leistungsphysiologischer Sicht anders. Es ist so, dass man mit diesen Mitteln bestimmte Systeme des Körpers hochfährt, die dann auf Touren laufen, die natürlicherweise nicht möglich gewesen wären. Und da muss man sagen, manch einer ist von der Natur eben begnadet und dem bringt das Hochfahren des einen Systems gar nichts und der andere profitiert davon ganz, ganz maßgeblich. Und das verzerrt den Wettkampf ungemein. Und das Problem für uns ist einfach, bei dieser Form von Wettkampfverzerrung ist natürlich die Begeisterung dann absolut auf der Strecke. Hinzu kommt das Bewusstsein um die schädigende Wirkung von Doping, die sich oftmals erst Jahrzehnte nach dem eigentlichen Doping darstellt für die Sportler. Und das ist einfach etwas, mit dem wir dann als Mediziner eigentlich gar nicht umgehen können. Da kommen wir nachher noch drauf auf die Folgen. Gut. Können wir vielleicht noch die Definition vorausschicken? Herr Kofink, kann man sagen, Doping ist eigentlich alles, was bewusst versucht, mit Substanzen die Leistung zu steigern. Und bei Ihnen gleich nachgefragt, natürlich, Doping gibt es ja schon länger als jetzt in diesen Jahrzehnten. Das gibt es ja schon praktisch aus den 70er Jahren. Das gibt es schon sehr lange. Und was es bringt, um diese Frage nochmal aufzugreifen,
das ist Misstrauen, wo eigentlich Vertrauen angebracht ist. Wenn ich in Wettkampf mit jemandem gehe, dann bringe ich dem Vertrauen entgegen. Da wir aber wissen seit der ganzen Zeit, dass hier Regeln gebrochen werden, ist Misstrauen mit das Schlimmste, was Doping gebracht hat, neben diesen medizinischen Dingen. Ist es richtig, Herr Kofing, dass Sie damals als Bundestrainer Wurf, Ihre Frau war ja eine herausragende Kugelstoßerin, aufgehört haben, weil Sie keine Möglichkeit gesehen haben, mit sauberem Sport gegen die mit Doping unterstützten Athletinnen zu bestehen? Es ist viel banaler. Als ich das Amt angetreten habe, ist fast zu viel gesagt, als ich gekeilt wurde, habe ich natürlich die Situation gekannt und habe den DLV, das Präsidium, die Frauenwartin gefragt, wir haben keine Chance, mit unseren Leuten Endkampfplatzierungen zu kriegen, aber sie werden alle die Olympianorm haben. Ja, das gilt für uns. Das hat nicht gegolten. Weder Sie noch ich sind benachrichtigt worden. Wir haben aus der Presse erfahren, dass Sie nicht aufgestellt werden für München. Und das war für mich Grund genug, sofort zu sagen, auf dieser Ebene keine Minute länger. Jetzt gibt es natürlich, Herr Professor Simon, gerade in der heutigen Zeit, wir wollen uns bei der Vergangenheit nicht zu lange aufhalten, weil die können wir ja nicht mehr ändern, gibt es ja Athleten, die sagen, ja, Doping ja oder nein, um das geht es gar nicht so richtig. Es gibt auch eine legale Grauzone, wie sehen Sie das? Ja, die legale Grauzone, die mag einen dazu verführen, auch noch Dopingmittel zu nehmen. Das muss ich leider befürchten, nachdem wir so empirische Erhebungen erbracht haben. Aber die legale Grauzone wirkt im Wesentlichen nicht leistungssteigernd. Da darf man sich nichts vormachen. Also von Nahrungsergänzungsmitteln ist noch keiner leistungsfähiger geworden, es sei denn, er hat irgendeinen medizinischen Grund, diese einzunehmen. Aber dann ist es auch kein Doping mehr in diesem Fall. So dass man einfach sagen muss, legale Grauzone im Prinzip für den gesunden Athleten AD. Denn genau da befürchten wir eher, dass sie für einen gesunden, nicht dopenden Athleten leistungsmindernde Effekte mit sich bringt. Zum Beispiel hochdosierte Vitamine oder aber auch hochdosierte Kupfer, Zink, Mineralien, die alle den Körper durcheinander bringen, die die natürliche Aufnahmefähigkeit für die Substanzen so verändern, dass wir sogar Mangel auf der anderen Seite haben. Und oftmals haben wir das vorher nicht im Blick. Da essen wir jede Menge Kupfer, auch zweiwertiges Ionen und bemerken nicht, dass wir zu wenig Eisen haben und Blutmangel bekommen. Sie haben es vorher schon ein bisschen angesprochen, Herr Professor Simon, die Folgen des Dopings. Wir wollen uns kurz anschauen, was die Frau Gräbel dazu sagt. Sie haben es angesprochen, die Folgen des Dopings. Man kann immer wieder lesen, dass gerade Spitzensportler von damals richtige Probleme haben mit ihrer Lebenserwartung. Sie sterben früher. Haben Sie persönlich selber auch Folgen des Dopings erlebt, gesundheitlich? Ja, freilich. Also im Grunde ist es ja eine Vergiftung des Körpers. Und ich habe über viele Jahre nicht nur eine Suchterkrankung gehabt, wo ich sehr viel und sehr aktiv damit umgehen musste, um das aufzulösen, sondern auch die Organe waren natürlich geschädigt. Jetzt als Vorsitzende der Dopingopferhilfe sehe ich allein in diesem Jahr schon wieder drei ehemalige Athleten, die gestorben sind. Das ist so, und zwar mit Anfang 50. Normalerweise würde man sagen, aktiver Körper, leistungsbereiter Körper stirbt nicht mit 50. Und die Todesliste unter den ehemaligen DDR-Athleten ist schon enorm lang mittlerweile. Wie sieht es aus mit deren Kindern? Gibt es da auch noch Spätfolgen? Absolut. Es gibt diese Schäden in der zweiten Generation. Nochmal, weil Sie zu Spätfolgen fragen. Das große Problem ist natürlich, gerade in dem Bereich Leichtathletik-Wurf, wenn du mit männlichen Sexualhormonen gedopt wirst, du kannst ganz anders trainieren, du kannst ganz andere Kilos stemmen im Training. Und von daher sind diese Körper natürlich im Grunde völlig überbelastet und
von den Knochen her, von den Gelenken her absolut kaputt. Also gerade die Werfer haben eine enorme Schadensbilanz. Aber was auffällig ist, sehr, sehr viele Krebserkrankungen, sehr viele Hormonstoffwechselgeschichten, sehr viele Organschäden, psychische, also sehr viele Athleten sitzen in Psychiatrien aus dieser DDR-Zeit. Und das haben sie gefragt, Schäden in der zweiten Generation, Kinder, die Klumpfüße haben, Kinder, die Wasserköpfe haben. Also da haben wir als DOH doch sehr viele, eine hohe Schadensbilanz, die betreut werden muss, also wo es wirklich um Hilfe geht. Herr Professor Simon, Sie haben die Frau Gräbe gehört, folgendes Doping bis hin in die zweite Generation. Jetzt spricht sie natürlich von den Folgen des Doping einer ganz anderen Generation. Hat sich da was geändert? Ist es heute anders? Ja, es ist eine andere erschreckende Komponente meiner Meinung nach hinzugekommen. Und das sind die Akutfolgen des Dopings in Bezug auf den Sport. Ich denke, die Spätfolgen, die sehr plastisch geschildert wurden, die sind absolut richtig und die sind natürlich ein großes Problem. Nur der Sportler sieht sie häufig nicht oder blendet sie aus, so wie der Zigarettenraucher auch sagt, ich werde nicht derjenige sein, der dran stirbt. Nur akut bedeutet Doping heutzutage, dass sie sich kurzfristig, innerhalb von 6 Wochen, in einen Leistungsbereich hineinhieven können, von dem sie wissen, dass sie ihn mit Training ihr restliches Leben lang nie erreicht hätten. Das sind Leistungsdifferenzen, von denen macht man sich kaum Vorstellung. Statt einem 35er-Schnitt fährt man plötzlich 42 km/h auf dem Rad. Und man muss dann einfach sagen, wenn man mal das gemerkt hat, gespürt hat, glaube ich, ist es egal, ob man ein Hobbyathlet ist oder ein Hochleistungssportler. Man kommt entweder nicht mehr davon los, den Sport so zu betreiben, also gedopt, oder aber man hört mit diesem Sport auf. Ja, weil er den Sinn verloren hat, weil man keinen Spaß mehr dran hat, weil man einfach sieht, das, was einen normalerweise am Sport motiviert, was einen weiterbringt, was das Schöne ist, was auch das Erleben zusammen mit den anderen bedeutet, all das geht hops durch diese Aktion. Und wie lang hält denn dieses euphorische Spitzenniveau an? Ja, solange man eben in dieser Form ist, die Substanzen, sobald sie nicht mehr wirken, führen auch zu einem Niedergang des Körpers, wenn Sie so wollen. Der eigene Körper verlernt auch ein Stück weit, diese Substanzen selber zu produzieren. Das Ganze mit den psychischen Folgen dann noch assoziiert, dass es einfach keinen Spaß mehr macht, so lahm daherzukommen, ist schon enorm und wirkt sich auf die Psyche von Sportlern, für die das so wichtig ist, diese Leistungsfähigkeit, der eigene Körper, das Erleben im Sport, das führt eigentlich dazu, dass ein ganz großer Teil von einem abstirbt. Nennen wir mal ein bisschen Ross und Reiter, Zahlen, Daten, Fakten. Wie viele Sportler dopen, Herr Professor Simon? Ich habe gelesen, Sie sprechen von 50-60% aller Teilnehmer bei Olympischen Spielen. Stimmt es und wie sind die Zahlen belegt? Ja, ist natürlich ein Problem, dass wir auf Expertenmeinungen da zurückgreifen müssen. Das heißt, man fragt dann auf den internationalen Kongressen die Ärzte, die eben Top-Athleten dann auch in sportmedizinischen Abteilungen sehen, entweder zu Forschungszwecken oder aber, weil sie diese sogar betreuen. Und man bekommt teilweise erschreckend ehrliche Antworten. Wenn man da eins und eins zusammenzählt, dann landet man etwa bei solchen Quoten. Ich muss aber auch sagen, dass es Untersuchungen gibt, wo wir schon wissen, dass australische Hochleistungssportler, die die Olympianorm erfüllt hatten, zu 15-20% sich nicht an die Anti-Doping-Bedingungen halten. Das haben sie in Fragebögenaktionen zugegeben. Es ist überraschend, also die Quote ist überraschend hoch. Überwiegend geben sie aber nur einen Stimulantienmissbrauch zu, der sozusagen im Wesentlichen auf der Liste ist aus regularischen Gründen, der vielleicht gar nicht so stark wirkt. Nach Doping wurde aber auch nicht gefragt. Wenn ich das nur dazu rechne, komme ich schon in ganz andere Dimensionen. Und wenn ich das fragen darf, ist es in allen Sportarten so oder gibt es Sportarten, wo man noch annehmen kann, da ist nicht ganz so viel oder nicht 60-50% aller Athleten? Also wenn Sie die Palette der Möglichkeiten der Pharmaindustrie betrachten, das weiß heutzutage fast jeder Rentner, der seine Medikamente nehmen muss, aus den unterschiedlichsten Gründen, was sie da alles manipulieren können, ist schon enorm.
Und natürlich in den unterschiedlichsten Sportarten werden die unterschiedlichsten Substanzen missbraucht. Nur ich würde keine Sportart richtig freisprechen. Ich lasse mit mir reden, ob das Segeln quasi eine Ausnahme ist, wo nur die Boote gedopt werden. Aber ich muss ehrlich sagen, Bogenschießen oder Schachspielen oder 5000-Meter-Lauf oder Marathonlauf oder auch Kugelstoßen, ich sehe keine gravierenden Unterschiede zum Radsport beispielsweise. Herr Kurfing, wie sehen Sie es? Wie ist es im Jugend- und Nachwuchsbereich? Das sieht man nicht viel, sondern man kann es erfragen. Das haben die Tübinger ja auch gemacht und erhält mit den Möglichkeiten, die man heute hat, Werte, die erheblich höher liegen als das, was bei normalen Dopingkontrollen positiv herauskommt. Wir können sehr schlecht sagen, wo hört die Sache mit den Nahrungsergänzungsmitteln auf? Wo fängt Doping an? Was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass jungen Leuten das beigebracht werden muss. Da steckt man sich nicht an, sondern das ist eine Sache, die man lernt, auch indem man beispielsweise dazu verführt wird. Ich kenne einen Fall, war einst das DDR, ist heute eine Frau von über 50, wo ein gebrochener Arm die Situation gebracht hat, wo man gesagt hat, jetzt musst du, damit das am Ende herauskommt. Ich glaube, dass viele Jugendlichen heute begriffen haben, Spitzensport und Doping haben etwas miteinander zu tun. Und dass sie deswegen etwas vorsichtiger und vielleicht auch etwas zurückhaltender sind gegenüber diesen Dingen. Jetzt können wir die Frau Gräbel noch mal zu Wort kommen lassen. Die hat sich explizit dazu geäußert, dass natürlich längst nicht nur Doping im Sport gibt, sondern in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen auch. Lassen Sie uns ein bisschen über die Zukunft sprechen, vielleicht auch, wenn es geht, Frau Gräbel, ein bisschen optimistisch herangehen für den Sport überhaupt. Zunächst mal kann man ja vielleicht sagen, es ist eigentlich traurig, dass das Chemie und Hilfsmittel und Doping auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen gang und gäbe sind. Also Schüler erhalten Ritalin, Studierende greifen zu Brain-Boosters, Gehirndoping für Konzentration, um in Prüfungen zu bestehen und so weiter. Wie sehen Sie diese Entwicklung? Wird Doping letztlich doch gesellschaftsfähig? Ist es schon lang. Ja, also das ist es seit wenigstens 15 Jahren und der Trend ist klar. Und das hängt natürlich auch ein bisschen so mit unserer Erzählungsgeschichte zusammen. Ja, also wie wir uns Gesellschaft erzählen, etwas wird genommen, weil es schnell wirken muss. Wir wollen schnell den Erfolg sehen und wir sehen nie den Preis. Also der Preis wird ja, der Schaden wird im Grunde immer aus dem Bild gerückt. Und das leisten wir uns. Und der raue Kater, auch gesellschaftlicher Art, diese immens steigenden Depressionszahlen, das liegt ja auch auf der Hand. Das sind ja Konnexe und das kann nicht unsere Messlatte sein, diese vollchemisierte Gesellschaft. Wenn Sie das durchrechnen, sind Sie Schulen, Hochschulen, Fitnessbereich bis zu unseren aktiven Pensionären sind wir bei 20% Chemie. Und das ist schon eine ziemlich hohe Zahl. Da müssten eigentlich die Ethikräte, die Krankenkassen, die Kirchen müssten ziemlich laut aufjaulen. Die Dopingbekämpfung wird sehr skeptisch gesehen. Professor Simon hat gesagt, nur 0,2% der Dopingtests enden mit einer Sperre für den Athleten. Das sieht wirklich nicht nach wenigen schwarzen Schafen aus. Wie sehen Sie das, Frau Gräbel? Ja, ich meine, das ist ein reines Placebo, was wir da machen. Und Pergli Simon hat das ja über Jahre schon sehr deutlich angemahnt und es ist auch völlig richtig zu fordern, wenn das Ganze überhaupt ein bisschen Sinn machen soll, müsste natürlich anders auch geforscht werden und diese Mittel rekredieren auch. Die NADA ist implodiert völlig. Also wir sind in all diesen Fragen der Tests überhaupt gar nicht aufgestellt. Und wir beruhigen das Publikum immer mit diesen Sätzen. Wir haben ein wunderbares Anti-Doping-Labor in Köln. Und wenn Sie da hingehen, das sind engagierte Leute, das ist gar keine Frage. Aber zwischen dem, was da am Ende rauskommt und dem Engagement, wird auch keine Frage mehr wirklich gestellt. Also das ist alles ein sehr, sehr seltsamer Prozess. Herr Kurfing, Sie wollten was dazu sagen, wenn ich es richtig sehe.
Ja, ich möchte gerne einen kleinen Unterschied aufzeigen. Die Medikamenteneinnahme in der Bevölkerung, in der Gesellschaft, ist etwas, was letztlich jedem Erwachsenen zusteht. Er ist ein freier Mensch. Doping in dem Sinne, in dem wir angetreten sind, ist ein Regelverstoß im engen Bereich des Sports. Und das Traurige ist, dass im Augenblick die eine Seite die andere zur Unterstützung oder zum Vorwurf nimmt. Man sollte ganz klar sagen, Doping im Sport ist eine Regelverletzung. Und ich stehe nicht an zu sagen, wenn die Regelverletzungen im Spitzensport gegen Doping auf unsere Verkehrsverhältnisse übertragen würden, dann hätten wir kein Verkehrsproblem, aber ein Problem mit Friedhöfen. Herr Professor Simon, wie sehen Sie es? Ich meine, das Stichwort ist gegeben, praktisch Anti-Doping-Kampf. Man kann immer wieder lesen, schwarze Schafe sind nur ganz wenige und die Zahlen, die Sie vorher genannt haben, sind ganz andere, auch die Frau Gräbe nennt. Sind wir chancenlos in der Anti-Doping-Bekämpfung? Hinkt die Wissenschaft hinterher? Naja, es ist jetzt so, dass die Welt-Anti-Doping-Agentur sogar ganz ehrlich zugegeben hat über ein Expertengremium, die das analysiert haben. Die Dopingtests sind ineffektiv und es liegt nicht an der Wissenschaft, die relativ gesehen deutlich mehr könnte, sondern es liegt eher am Menschen, Faktor Mensch, ja, also wie sauber werden diese Tests dann wirklich auch angewendet, durchgeführt. Und es liegt eben auch daran, dass das Sportsystem selber, die Sportverbände, kein nennenswertes Interesse haben an der Dopingbekämpfung, auch wenn sie das so beteuern. Heißt es, Herr Professor Simon, es passiert zu wenig mit den Ergebnissen? Nein, es werden einfach nicht die Ergebnisse produziert, die technisch, wenn man das sich mal anschaut, möglich wären. Und wenn sozusagen gar nicht erst kritisch nachgeguckt wird, wird auch nichts gefunden. Man müsste ja auch kritisch reflektieren, warum man nichts findet. Nur wenn man sich mit dem eigenen Überleben jedes Jahr befassen muss, so wie die Nationale Anti-Doping-Agentur, kann man das natürlich auch nicht schaffen. Ich möchte allerdings Herrn Kofing auch noch sehr zustimmen. Da ist noch ein Unterschied zu diesem typischen allgemeinen Doping in der Bevölkerung und auch zum illegalen Drogenkonsum in der Bevölkerung. Der wird in der Regel nicht steuerlich gefördert. Also man muss natürlich im Spitzensport schon ein bisschen gucken, wofür gibt man eigentlich das Geld aus? Ja? Also für die Medaillen, ja? So wird das ja eigentlich auch immer betont. Oder dann tatsächlich auch dafür, dass dieser Sport sauber stattfinden kann. Offensichtlich immer weniger dafür, dass der Sport sauber stattfinden kann. Kann man dann vielleicht Folgendes feststellen? Es liegt nicht unbedingt an der Wissenschaft, es liegt eher an der Akzeptanz. Oder wäre mit mehr Geld für die NADA schon sehr viel gewonnen? Nein, mit mehr Geld einfach nur wäre gar nichts gewonnen. Es liegt an der Akzeptanz und die Akzeptanz fängt mit den Personen an. Sie werden einfach mit dem Personal, was jetzt auch aus dem Spitzensport über die Jahrzehnte hinweg immer wieder rekrutiert wurde, den Sport nicht sauber bekommen. Das ist ja das Personal, was selber Tour de France gefahren ist, womöglich, das selber an den Wettkämpfen teilgenommen hat, das als Funktionär dort schon seit Jahren tätig ist, das in allen Instanzen in Deutschland eine Rolle spielt, egal vom Sportausschuss des Bundestages angefangen, bis in die Verbandsspitzen, bis hinein in die NADA. Sie können jede Position zeitgleich bekleiden. Es gibt gar keine Interessenskonflikte, weil sich alle im Spitzensport in Deutschland einig sind. Wie wäre es denn mit strafrechtlichen Konsequenzen, also Kronzeugenregelungen und solche Dinge, die hat es ja auch schon öfters gegeben. Der jetzt vor Gericht stehende Doper-Radprofi Schumacher hat gesagt, ich wollte eigentlich gar nicht dopen, ich wollte nur nicht benachteiligt sein und auch vorne mitfahren können. Ich möchte noch einen Schritt zurückgehen, denn dieses Doping hat natürlich einen Grund, und zwar einen politischen Grund. Uns ist ganz eindeutig schon 1948 von der DDR gesagt worden, dass der Sport kein Selbstzweck sei, sondern eine Sache, um ein Gesellschaftssystem darzustellen. In der Bundesrepublik hat man da zunächst, wie man meint, unpolitisch reagiert. In Wirklichkeit hat man die Herausforderung angenommen und hat unter der Hand, der Sport ist ja frei gewesen, im Grunde erwidert.
Und einer der entscheidenden Sätze ist, man muss in den Endkampf kommen, um nominiert zu werden. Das ist eine Formel, die bedeutet, dass von den Leuten etwas verlangt wird, was nicht gemacht werden kann. Sie ist nicht mehr sportlich. Ich frage, was hat eine gute sportliche Leistung mit einem Staat zu tun? Können wir da vielleicht nochmal, Herr Professor Simon, konkret bleiben? Strafrechtliche Konsequenzen, wäre das eine Möglichkeit zur Dopingbekämpfung im Sport? Ja, dann, wenn dann auch die Möglichkeit besteht, im Sport selber ein bisschen genauer nachzugucken. Ja, also wenn jetzt die Gesetzeslage so geändert wird, dass wir tatsächlich über die sogenannte Intelligence, also über Aufklärung, auch interne Abklärung von Missständen beispielsweise weiterkommen können, hervorragend. Wenn die neue Gesetzeslage nur noch mal bestätigt, dass wir letztendlich weniger Rüstzeug haben als zur Bekämpfung der Drogenproblematik, dann würde ich sagen, haben wir keine Chance damit. Ähnlich sieht es auch Frau Geipel. Es wird gelegentlich angeregt, können strafrechtliche Konsequenzen, ein Anti-Doping-Gesetz, Bestrafung der Doper, Untersuchungshaft, Kronzeugenregelung, kann das was ändern? Wir wissen, dass das Strafrecht im Grunde immer das letzte Mittel ist und auch sein muss. Ich würde viel früher ansetzen, weil letztendlich, das ist jedem klar und das sage ich eben auch aus dieser Erfahrung, aus dem Sport kommt, Doping ist eine Frage der Haltung. Du brauchst gar kein Geld eigentlich. Wenn wir ein Innenministerium hätten, wenn wir einen Deutschen Olympischen Sportbund hätten, wenn wir die Landesfachverbände hätten und. Wir haben genügend Instanzen. Wenn die sehr klar wären, könnten wir uns vieles, vieles sparen. Aber da das nicht geschieht, da wir nicht aktiv Nein sagen, laden wir uns einen ziemlich, ziemlich großen Schaden auf, weil wir damit natürlich auch den Sport erledigen. Man kann auch lesen, der Kommerz und die Professionalisierung sind die Triebfedern des Dopings. Wäre das eine Möglichkeit, dass sich der Staat aus der finanziellen Förderung des Spitzensports zurückzieht? Naja, zumindest dort, wo klar ist, dass Chemie drin ist. Ja, also warum müssen Steuermittel in einen Sport wie beispielsweise über Jahre den Radsport folgenlos gehen? Das ist nicht einzusehen. Und das meine ich mit Haltung. Also ein Innenministerium könnte ganz klar agieren und tut es aber nicht und das ist fatal, weil das ist die Botschaft. Ich glaube, eine Dopingfrage ist eine Sache des Kopfes, der inneren Entscheidung, nicht mehr. Bleibe ganz stoisch dabei. Wir könnten sehr viel, ein sauberer Sport, deutlich sauberer Sport, wäre keine Hexerei. Zum Beispiel können wir Abstand nehmen von diesem ganzen Rekord- und Medaillenwahn, sondern sagen, ja, wir haben wunderbare Leute, wir schützen die, wir stellen die Mittel zur Verfügung und dann sollen die darin eine gute Zeit haben, sie sollen mit Freunden sein können, sie sollen ihre Erfahrung machen und was da am Ende rauskommt, so what? Ist es der 9. oder der 1. Platz? Wissen wir doch in einem halben Jahr sowieso nicht mehr. Die Frage ist, geht es uns um die Athleten, um die Zeit, die sie haben, um die Erfahrung, etwas machen zu können, was sie wirklich gern machen, ja, was sie lieben, diesen Sport? Oder wollen wir von denen, behandeln wir sie immer wie Objekte und erwarten, dass sie Leistung bringen? Das ist absurd. Herr Professor Simon, wie sehen Sie das mit den Athleten? Das ist ja eine markante Aussage. Man erwartet viel zu viel und andererseits sind die Athleten aber wahrscheinlich auch bereit, vieles zu schlucken für den Erfolg. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nie einen Athleten kennengelernt, der bereit wäre, für den Erfolg viel zu schlucken. Also ich halte es genau mit Herrn Kofink und Frau Geipel, und zwar mit Herrn Kofink in dem Sinne, dass man zum Doping einen Athleten regelrecht hinerziehen muss. Man muss ihn darin ausbilden. Anders ist auch modernes Doping in der Landschaft, so wie wir momentan Tests durchführen, auch kaum noch denkbar. Das wird von vielen als Erfolg gefeiert. Ich sehe es nur so. Es ist dann natürlich auch unsere Verpflichtung, genauer hinzugucken, wenn in dem System nachweislich immer noch betrogen wird, was von Steuergeldern, ich betone es noch einmal, jedes Jahr immens profitiert, ist das etwas anderes. Da erwarte ich, dass der Staat genauer hinsieht und dass er das nicht
einfach so locker schleifen lässt. Und da muss ich Frau Geipel recht geben, die Athleten wären zu schützen. Es wird zu vielen auf ihren Schultern ausgetragen. Sie rutschen in einem Alter in diese Dopingproblematik rein. Also eben gerade die 16-jährigen Athleten hatten wir in Deutschland befragt, wenn da schon 7% dopen und das zugeben, ist das ein großes Problem. Denn in dem Alter denke ich nicht, dass sie sich kritisch mit irgendwelchen Folgeproblemen des Dopings auseinandersetzen konnten. Und ich gehe davon aus, dass sie verführt wurden. Kann man Herr Kofing sagen, wie Sie es vorher auch gesagt haben, in der Gesellschaft kann sozusagen jeder mit seinem Körper irgendwo machen, was er will. Wie wäre es, was man ja immer wieder auch hört, Doping gänzlich freigeben, das ist die beste Chancengleichheit. Das wäre das Fatalste, was uns passieren kann. Einfach deswegen, weil dann mit dem, was ich vorher Sport, ganz einfach den Wettkampf nannte, praktisch Tür und Tor jeder Manipulation geöffnet ist. Was mich am allermeisten bedrängt und auch bedrückt, ist, dass der Staat ganz offensichtlich aus Sporterfolgen glaubt, Kapital schlagen zu können. Ich frage noch einmal, gibt es irgendeinen Staat, der durch eine Vielzahl von Medaillen, von Weltmeisterschaften ein besserer Staat geworden ist? Warum gehen Staaten, die nicht demokratisch sind, her und angeln sich die Jugend und bauen einen ungeheuren Apparat in Sachen Sport auf? Wir haben das 1990 von der DDR übernommen. Wenn Sie sich erinnern, 2010 waren fast 70% der deutschen Athleten bei den Winterolympischen Spielen Sportsoldaten. Wo sind wir denn? Wie kann man das bei Ihnen sehen? Also ich habe irgendwo gelesen, so eine Goldmedaille kostet zwischen 35 bis 50 Millionen grob gerechnet. Und jetzt war natürlich die deutsche Mannschaft im Vergleich zu der britischen Mannschaft bei den Olympischen Spielen in London nicht ganz so erfolgreich, beziehungsweise die Briten waren im Sommermärchen. Was war das Erste, die Reaktion? Wir müssen einfach mehr Geld in den Sport pumpen. Wie sehen Sie das? Ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin da insofern natürlich kein guter Ansprechpartner, weil ich sagen würde, nein, in diesem Sport sicher nicht. Ja, also da müsste sich erstmal der Sport fundamental ändern, dass wir da mehr Geld hineinpumpen. Im Gegenteil, man müsste jetzt das Geld rausziehen, man müsste es anders verwenden, man müsste das Personal austauschen in diesem Bereich und dann kann man weitersehen. Aber das Problem ist natürlich, was bringt so eine Medaille? Ich denke schon, dass es wirtschaftlich eine Rolle spielt, denn die Medien profitieren auch davon, es macht Auflage. Ich sehe es einfach so, es sind Wirtschaftsinteressen, aber Wirtschaftsinteressen sind meiner Meinung nach nicht mehr stark genug, um in der heutigen Kommunikationsgesellschaft so ein Phänomen wie Doping unter dem Teppich zu halten. Ich gehe davon aus, dass es einfach eine kolossale tickende Zeitbombe ist und dass sich der Sport da automatisch selber ad absurdum führt bei dem, was momentan praktiziert wird. Ja, das ist eigentlich eine spannende Schlussfrage sozusagen. Wie wird es mit dem Sport in Zukunft weitergehen? Gibt es diese Bombe, die dann explodiert und es geht dann einfach nicht mehr weiter und man ist automatisch beim Sport, sauberen Sport zurück? Oder wie wird sich es entwickeln, Herr Kofing, wie sehen Sie es? Oder wie ist ein Neustart überhaupt möglich? Es ist kein Neustart, aber es ist ein langsames Umsteuern. Und das sieht man heute schon, wenn zu einem Golden League Meeting im Kugelstoßen noch 5 Teilnehmerinnen antreten, 8 sind gefragt, wenn die gewinnt mit 20 Metern eine Weite stößt, die sie außerhalb der 50 Weltbesten hält, dann sieht man, dass sich hier etwas verändert. Aber Hoffnung habe ich woanders. Hoffnung habe ich bei Jugendlichen und Kindern, die früh diesen Spitzensport mit Doping verbinden und die sich anderen Feldern zuweisen. Warum haben wir einen solch großen Rückgang in weiten Bereichen des Sports und eine andere Orientierung? Die Jugend, die Kinder sind klüger als wir, die werden es richten. Dopingprävention wäre das ein Stichwort. Was könnte man tun, Herr Professor Simon? Sie waren in der vergangenen Woche auf einem Dopingpräventionskongress in Brüssel. Was hat man da gesprochen? Möglicherweise beschlossen oder hat man jetzt alles im Griff?
Also ich glaube, es wurden schon Weichen gestellt in dem Sinne, dass man mal überlegt, was hat man alles noch nicht getan. Und da mussten wir Experten schon feststellen, boah, wir haben also eine ganze Menge noch nicht getan. Und wenn die Politik das dann tatsächlich aufgreift und daraus was macht, dann bin ich schon positiv in dem Sinne gestimmt, wie das Herr Kofing sagt. Aber was bedeutet das denn letztendlich? Letztendlich bleiben dann die Leute aus dem Hochleistungssport fern. Dieser wird ein reiner Showsport, so wie Schlag den Rat oder Germany's Next Topmodel. Und ich gehe davon aus, dass entweder diese Formate auch bald Steuergelder bekommen oder eben der deutsche Spitzensport nicht mehr. Eins von beiden dürfte doch dann der Fall sein. Aber der Sport muss ja eigentlich nicht neu erfunden werden. Er muss nur anders gelebt und vielleicht auch anders geleitet werden, Herr Kofing. Wie sehen Sie es? Wir brauchen einen völligen Austausch des Spitzenpersonals der Funktionäre. Das heißt? Alle, die beispielsweise bei der Vereinigung beteiligt waren, dass sie so geworden ist, wie sie geworden ist, haben in diesem Spitzensport oder überhaupt im Sport nichts mehr zu tun. Wie fatal das ist, sah man am 8. Dezember letzten Jahres, als die DOSB-Bundesversammlung über eine Erhöhung der Gelder für die NADA und eine Verschärfung der Dopinggesetze mit 94% der Stimmen dagegen gestimmt hat. Ein solcher Laden ist nicht mehr zu halten. Da passt ein schönes Zitat rein, Herr Kofing, das Sie mir zukommen haben lassen, von Toni Inauer, einer österreichischen Skisprunglegende. Das heißt, ich weiß nicht, ob Sie es mittragen können, der Sport könnte ein Vorbild sein, ich sage jetzt mal nach wie vor, wenn er sich selbst und die Verantwortung für seine Spielregeln ernst nimmt. Könnte das die Zukunft sein, Herr Professor Simon? Sollte es im Idealfall. Es gibt natürlich in jedem System immer Leute, die sich nicht an die Regeln halten. Das wird auch in Zukunft so sein, egal wie gut der Anti-Doping-Kampf wird oder die Dopingbekämpfung oder auch die Präventionsarbeit. Nur man kann sich natürlich auf einem vernünftigen Niveau einpendeln. Rein theoretisch wäre es ja schon mal gut, wenn man die gleiche Ernsthaftigkeit an den Tag legt, wie man jetzt zum Beispiel auch im Sinne des Steuerbetrugs oder im Sinne der Wirtschaftsverbrechen an den Tag legt. Das wäre eine ganz andere Gangart und würde schon dazu führen, meiner Meinung nach, dass es ein bisschen sauberer wird. Aber man muss einfach aufpassen, bei dem, was die Pharmaindustrie inzwischen bereithält, bin ich insofern desillusioniert, dass ich sagen würde, die Möglichkeiten sind zu groß für den modernen Menschen. Vielleicht ist es nicht das richtige Format und vielleicht brauchen wir ein anderes Sportformat, aber ich bin optimistisch, dass wir das finden werden. Wie könnte es aussehen, Herr Kofing, als Schlusswort? Das andere Sportformat mit dem, wie man es jetzt hat im Spitzensport, lässt sich offensichtlich keinen Start machen. Ich habe 7 Enkel, alle sind im Sport. Wenn die mir anschließend sagen können, bei mir läuft das hervorragend und nicht wie jetzt derjenige, der als 14-Jähriger Baseball spielt, der Trainer ist wieder gegangen, ein Amerikaner. Hier ist zu wenig Geld. So darf es nicht sein. Vielen Dank, meine Herren. Ich darf mich mit dem Hinweis bei Ihnen verabschieden. Wir haben unseren nächsten RTF1-Sporttag am Dienstag, 6.8. Auch ein spannendes Thema, Spitzensport aus der Region. Mehr als ein Spiel, Baseball-Bundesliga Tübingen Hawks. Ihnen, liebe Zuschauer, möchte ich am Schluss noch einen Tipp mitgeben. Tritt einen Schritt zurück und überlege dir genau, wenn du eine Entscheidung treffen musst, die dein Leben ändern kann. Dieses Zitat stammt von Marion Jones, die im Gefängnis saß wegen Doping und allem Möglichen, die jetzt aber zum Paulus geworden ist oder zum Saulus, je nachdem, wie man es sehen will, und als Diplomatin durch die Gegend reist. Einfacher gesagt, Sie wissen, Bewegung ist gesund, treiben Sie Sport. Ich danke für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.